Und nun lesen wir weiter in der Apostelgeschichte. Wir sind im 7. Kapitel immer noch, die Verse 52 bis 59. Dort geht es um das Martyrium des Stephanus. Da geht es darum, dass die Wahrheit immer Schwierigkeiten ans Licht bringt für diejenigen, die die Wahrheit sagen und für diejenigen, die sie hören. Da heißt es folgendermaßen, nachdem Stephanus ja diese ganzen Werdegänge der biblischen Verheißungen und Geschichte aufgezeigt hat, um dort den Menschen zu Jerusalem, und es spielt sich ja immer noch in Jerusalem ab, Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, noch sind sie alle in Jerusalem, nachher geht es nach Judäa und Samaria weiter, die ganze Geschichte den Menschen erzählt hat, damit sie doch erkennen, dass Jesus der verheißene Prophet ist, aber doch ihr Herz verstockt war, sagt Stephanus weiter, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die da zuvor verkündigten, die Zukunft dieses Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch der Engel Geschäfte und habt's nicht gehalten. Da sie solches hörten, ging's ihnen durchs Herz und bissen die Zähne zusammen über ihn. Wie er aber voll des Heiligen Geistes war, sah er auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesum stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ab ihre Kleider zu den Füßen eines Jünglings, der hieß Saulus, und steinigten Stephanus, der anrief und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und schrie laut, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und als er das gesagt hatte, entschlief er. Nachdem ja nun Stephanus voll Heiligen Geistes die religiösen Vertreter des Volkes von der Wahrheit überzeugen wollte und berichtete, vom Heil in Jesus Christus und wollte sie dadurch gewinnen. Er wollte ja nicht einfach Recht haben, um andere zu überzeugen, seht ihr, was ich weiß und was ihr nicht wisst. Nein, er wollte sie gewinnen und das muss auch unser Ziel immer sein, wenn wir Zeugnis geben. Wir wollen Menschen gewinnen, nicht Recht haben, sondern sie zu Jesus führen. Nachdem er das aber versucht hatte, wurde doch dieses sein Zeugnis von der Wahrheit zu seinem Martyrium. Er wurde getötet. In der ersten Verfolgungswelle war es so, dass die religiöse Obrigkeit die Apostel noch vermahnten, nicht in dem Namen Jesu zu reden. Aber wenn die Wahrheit immer weitergeht und Gottes Wahrheit bleibt ewig bestehen, versuchen die Widerständler immer härtere Dinge aufzuführen, um sich nicht der Wahrheit zu stellen. Bei der zweiten Verfolgung schlugen sie bereits die Apostel. Und jetzt bei der dritten Verfolgung gingen sie so weit, dass sie töteten. Das ist auch ein Bild dafür, dass in dieser Welt das Antigöttliche, das, was gegen das Evangelium streitet, bis hin zur Verfolgung, bis zum Tod gehen wird. Eine Zeit lang dulden sie noch die Wahrheit Gottes, die er durch die Christen verkündigt wird. Dann werden sie Druck ausüben, dass nicht die ganze Wahrheit gesagt wird. Und wenn das auch nicht hilft, dann droht der Tod.
Wenn Hitler mit den Juden fertig geworden wäre, wären die Christen gleichfalls dran gewesen. Denn die können auch nicht geduldet werden in dem weltlichen Staat. Die Frage wirft sich dann natürlich auf, sollten sich Kinder Gottes deshalb in ihrem Zeugnis von Jesus Christus zurückhalten, wenn sie Nachteile erdulden müssen wegen der Wahrheit? Nein. Denn das Wesen der Nachfolge Jesu in dieser Welt bringt immer in irgendeiner Form ein Martyrium hervor. Sei es durch Schmähungen, Schmähungen in Gedanken durch andere, indem sie schlecht über uns denken, durch Absonderung, durch Worte, die laut negativ über das Christentum ausgesprochen werden oder sogar durch Taten. Die Wahrheit ruft immer, immer ein Martyrium hervor, in irgendeiner Weise, was dem Menschen nicht gefallen kann. Jesus Christus selbst ist in allen Weisen verfolgt worden und belastet worden. Unterstellungen wurden ihm gegeben, Ablehnung, Beleidigungen, ja bis hin zum Tod um unserer Sünde willen, Verdächtigungen. Darum sagte der Herr Jesus schon seinen Jüngern zuvor, bevor sie das alles hier erlebten und auch gleicherweise uns, bevor wir das immer wieder neu erleben in Matthäus 24, dass etliche aus ihnen überantwortet werden in Trübsal und getötet und gehasst werden. Ich lese uns Matthäus 24, Vers 9 in dieser Ölbergpredigt, wo die Jünger ja fragten, wann wird denn das Ende der Zeit kommen und wie wird das zugehen? Dann wird einiges aufgezählt, falsche Christi kommen und so weiter. Dann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Ihr müsst gehasst werden. Natürlich, viele sagen, das bezieht sich jetzt vielleicht auf das Volk Israel. Ja, natürlich auch, es muss gehasst werden. Aber hier steht im Zusatz, um meines Namens willen, das heißt die Christen, die Christus bekennen. Um meines Namens, um des Namens Jesu Christi willen, müsst ihr gehasst werden von allen Völkern. Von allen Völkern. Christen, die die Wahrheit leben und verkündigen, werden in Wahrheit gehasst von allen Völkern. Ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Weil Christus die Wahrheit ist und wenn diese Wahrheit nicht angenommen werden will, muss sie mit allen Mitteln bekämpft werden. Auch im Johannesevangelium sagte der Herr Jesus seinen Jüngern schon vorher, Johannes 15 in dem wunderbaren Kapitel vom Weinstock und den Reben, in Vers 20 und 21, denkt an mein Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer denn sein Herr. Haben sie mich verfolgt? Sie werden euch auch verfolgen. Wir können sagen, ist Jesus verfolgt worden? Natürlich. Dann ist es die logische Konsequenz, wir werden auch verfolgt werden. Sie werden euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, das ist die andere Gruppe der Menschen, dann werden sie auch eures halten. Und das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, um des Namens Jesus Christus des Erlösers. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Sie kennen den Vater nicht. Und deswegen lehnen sie auch den Sohn ab. Also alles hat der Herr Jesus zuvor gesagt, dass die einen die Gläubigen verfolgen werden und andere werden aber das Evangelium gerne hören. Und so auch noch einmal das Wort aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und werdet meine, dort steht im Griechischen, Märtyrer sein.
Das Wort Zeugen wird hier mit Märtyrer angegeben im Grundtext. Ihr werdet meine Märtyrer sein. Alle, die Jesus aufgenommen haben, sind Märtyrer in verschiedener Art und Weise. Und wir haben das ja schon erlebt, als wir gläubig wurden, wandten sich gleich einige von uns ab, vielleicht die besten Freunde, vielleicht Verwandte, manchmal sogar Familienmitglieder, drehten den Rücken zu uns. Das ist auch eine Form des Märtyriums. Wir werden verachtet, abgelehnt. Aber es gibt auch andere, die wir noch nicht kannten, die aufgrund des Zeugnisses Jesu in unserem Leben nachfragten, wo kommt das her? Wie kommen wir dahin? Und wenn der Herr Jesus sprach, ihr werdet meine Märtyrer sein, dann hatte er besonders die Religiösen im Blick, die ihm selber die größten Schwierigkeiten bereitet haben und auch seinen Jüngern die größten Schwierigkeiten bereiten werden. Es sind gar nicht mal nur die Weltmenschen, es sind die Religiösen. Und hier in Jerusalem die obersten Religiösen, und wir kennen das bis zum heutigen Tag, es sind die obersten in den religiösen Reihen, die dem wahren Glauben in Jesus widerstehen, die nicht mehr der Bibel glauben, die verschiedene Vorstellungen haben, wie sie die Bibel zerreißen können und wie sie die Wahrheit beiseite schieben können. Die machen die Christen zu Märtyrern. Und das sagte der Apostel Paulus später, der ja hier noch als Saulus benannt wird und dabei war, zunächst als Gesetzestreuer, als Stephanus gesteinigt wurde. Er schrieb später in 2. Korinther 11, Vers 16, dass er besonders unter falschen Brüdern leidet. Das war das größte Leiden. Unter falschen Brüdern, die davor geben, dass sie Christen sind, und sie sind es gar nicht, sind nur religiös. Und so war das hier in Jerusalem auch, als Stephanus Zeugnis gab. Da traf er auf diese Gruppe der nur Religiösen. Aber der Herr Jesus ermutigte die Jünger schon zuvor und war natürlich durch seinen Geist auch dabei, wie zum Beispiel Matthäus 10, als er das erste Mal die Jünger aussandte und sie gleicherweise darauf hinwies, dass sie ja Widerstände erdulden müssten. Da ging er so weit, nicht nur im Blick auf die ablehnenden Worte, sondern sogar im Blick auf das Ablegen des irdischen Leibes. Da sagt der Herr, was ich euch sage in der Finsternis, redet es im Licht, was ihr hört in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Das war schon im Blick auf Stephanus auch. Fürchtet euch nicht, Stephanus, fürchte dich nicht. Sie können dir nur den Leib nehmen. Aber der Seele könnten sie nichts tun, sagt der Herr Jesus. Fürchtet euch nicht, ja? Oder in Lukas 9, 26, wo er dann sagt, schämt euch meiner Worte nicht, denn wer sich mein und meiner Worte schämt, des wird des Menschensohn sich auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Das Zeugnis der Wahrheit in Jesus soll etwas bewirken und hat hier auch in diesem Abschnitt bewirkt, nämlich macht etwas im Herzen der Menschen offenbar. Einmal seinen Zustand, wie er ist, seine religiösen Anstrengungen, die er gerne an Golgatha vorbei üben möchte, um gerecht zu werden vor Gott, und den Kampf der Entscheidung in seinem Herzen, Ja zu Jesus zu sagen oder Nein. Im Blick auf den ersten Punkt, die Offenbarung des inneren Zustandes des Menschen. Der Zustand des menschlichen Herzens ist immer auf Ablehnung gegen Gottes Wort eingestellt. Das bezeugte
Gott auch nach der Sintflut, als er zu Noah sprach, ich will die Erde nicht mehr mit der Flut verderben, den Menschen, denn das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Das ist der Zustand des Herzens. Der menschliche Zustand lehnt sich grundsätzlich gegen die Wahrheit auf, ist nicht bereit, die Wahrheit zu akzeptieren. Aber das sollten auch die Religiösen in Jerusalem erkennen und auch zugeben wollen. Ja, das stimmt ja. Solche Leute sind wir. Also brauchen wir Erlösung. Die Wahrheit macht den Zustand des Herzens offenbar. Stephanus zeigte auf, dass die Vorfahren die göttliche Wahrheit über die Sünde durch die Propheten angezeigt nicht zulassen wollten, weil das menschliche Herz böse ist von Jugend auf. Ja, die Propheten, die da geschickt wurden, habt ihr nicht hingehört, habt auch getötet. Sie wollten diese Wahrheit nicht zulassen. Und ihr tut das Gleiche, so sagt er zu ihnen. Ihr tut das Gleiche. Ihr wollt die Wahrheit nicht zulassen. Darum seid ihr dessen Mörder und Verräter geworden im Blick auf Christus. Er wollte euch helfen, er ist angekündigt worden, aber ihr habt ihn überantwortet in der Sünde Hände. Die Aufdeckung der Sünde durch den Heiligen Geist in den Propheten war die eine Wahrheit, die nicht im Volke Israel gehört werden wollte, aber auch schlechthin unter allen Menschen, die sich auf sich nur berufen, auf ihr menschliches Herz nicht gehört werden will. In Jesaja 1 zum Beispiel steht ja geschrieben, dass Gott sagt, was soll man noch an euch schlagen? Ist schon alles kaputt, alles krank. Aber ihr kehrt nicht um. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Als der Herr uns mal überführte, gerade am Anfang, dass das so ist, waren wir erschrocken. Erschrocken darüber, dass so gar nichts Positives vor Gott in unserem Leben zu finden war. Alles war Schrott und Müll. Alle Gedanken, alle Worte, alle Taten, alle Leistungen vor den Menschen, Schrott und Müll vor Gott. Das war eine Erkenntnis, die musste man, wie wir heute so sagen, erstmal verdauen. Und erstmal ehrlich werden, um es zuzugeben. Will man ja gar nicht. Ein bisschen Gutes hat man ja auch noch, ne? Aber das fordert Gott. Die Wahrheit fordert heraus, den Zustand des menschlichen Herzens zu erkennen und zu bejahen und daraus die Konsequenz der Hilfe Gottes anzunehmen. Israel wollte in seiner Selbstherrschaft bleiben, so wie jeder natürliche Mensch gerne in seiner Selbstherrschaft bleiben möchte. Nicht Gottes Reich, wo Gottes Wille regiert, sondern Menschenreich, wo der Wille des Menschen regiert, soll aufgerichtet werden. Darum sagte der Herr Jesus ja auch im Blick auf die, die ihm nachfolgen wollten und die er gerufen hat zur Nachfolge in Lukas 9, 23, ja. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Jeden Tag, der nehme sein Kreuz auf sich. Der sage einfach, der natürliche Mensch ist schlecht. Da ist gar nichts. Der muss gekreuzigt werden. Wer mir folgen will, das sagt der Herr, sonst geht das gar nicht. So widerstrebt ja auch heute das fleischliche Christentum, die sich Christen nennen, der Wahrheit, weil sie der irdischen Gesinnung nachgehen und verkündigen darum auch nicht freudig
die Wiederkunft Jesu. Sie haben ja Furcht davor, wenn er kommt, wird ja alles offenbar. Darum wird so wenig von der Wiederkunft Jesu geredet und man hofft, dass sie möglichst gar nicht stattfindet oder in einer Form, die man selber besser ertragen kann. Vielleicht ein Friedensreich, ein Zustand, wo wir alle Frieden haben, Frieden schaffen ohne Waffen. Das könnten wir noch gerne annehmen. Aber wenn der Friedefürst kommt, oh, das darf eigentlich nicht sein. Und wenn, dann kommt er schon lange, noch lange nicht. Das sind alles so Aussagen, die in unserer Zeit kursieren. Man geht diesem aus dem Weg, was auch damals zu Jerusalem so war, der Heiligung. Der Heiligung, und die Heiligung ist ein Auftrag Gottes. In Kolosser 3, Vers 5 steht ja auch, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Die sind nicht brauchbar. Was diese Glieder für Geschäfte ausrichten, ist nicht brauchbar fürs Reich Gottes. 1. Thessalonicher 4, 3, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und Petrus schreibt dann in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 16, Gott ist heilig und ihr sollt auch heilig sein. Wer also auf Erden Gottes Herrschaft in seinem Leben nicht zulassen will, fürchtet immer die Herrschaft Gottes in der Wiederkunft Jesu. Und diese können nicht aufrichtig beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, oder komme bald, Herr Jesus. Ich persönlich kenne das aus meinem Leben am Anfang des Glaubens, da waren manchmal Schwierigkeiten, dies zu beten, komme bald, Herr Jesus. Da wehrte sich das Fleisch dagegen, wieso, ich will doch noch ein bisschen leben hier auf der Erde. Denn wenn der Herr Jesus bald kommt, vielleicht sogar heute, dann ist ja mein Leben auf der Erde hier beendet. Das will ich eigentlich, da wehrt sich was. Und dann bete dich darum, dass ich das aber doch beten darf, bis der Tag kam, wo ich sagte, ich freue mich darauf. Wenn der Herr kommt, da wehrt sich dann nichts mehr. Komme bald, Herr Jesus. Jawohl. Also es wird der Zustand des menschlichen Herzens durch die Wahrheit offenbar gemacht. Dann wird offenbar gemacht, das, was der Mensch an Möglichkeiten sucht, um gerecht vor Gott erscheinen zu wollen. Es handelte sich ja hier um die Pharisäer, um die Sadduzäer, um die obersten religiösen Menschen, die versuchten, die Gebote Gottes zu halten und sich darzustellen als gerecht. So wie es Paulus später auch sagte, früher war ich gerecht, denn ich war unsträflich nach dem Gesetz. Alles war gut. Aber später hat er erkannt, ich bin überhaupt nicht gerecht. Mir fehlt ja alles. Aber sie versuchten durch religiöse Werke, und davon gibt es auch heute viele Menschen, die Gerechtigkeit Gottes in ihrem Leben zu erreichen, damit sie bestehen können. Sie wollen nicht einsehen, dass sie selber nichts tun können, um vor Gott bestehen zu können. Nichts tun können. In allen Religionen versucht man, durch gute Werke, durch Kasteiungen, durch Weltentsagungen mit Gott in Verbindung treten zu können. Wir sprechen auch von dem Wort Werkgerechtigkeit. Und es gibt viele, auch die sich Christen nennen, die sich in diese Werkgerechtigkeit flüchten, weil diese Flucht ihnen leichter gefällt, als sich hinzugeben, dem Heiland, der am Kreuz für sie hing, ihr Leben aufzugeben und in seine Hand zu legen. Dann kann man ja noch mitarbeiten. Doch die Frucht dieses Irrtums muss jeder, der solchen Weg beschreitet, am Ende erfahren. Wie sagte Stephanus, ihr habt das Gesetz empfangen und ihr habt es nicht gehalten. Ihr seid nicht auf das Wort Gottes eingegangen und jetzt steht ihr da und wehrt euch
gegen die Wahrheit, dass Christus gekommen ist, um eure Sünden zu tragen. Er machte das ganz deutlich durch den Heiligen Geist. Ihr könnt noch so religiös sein, wollte er sagen. Ihr könnt noch so bemüht sein, vollkommen vor Gott zu erscheinen. Es wird euch nicht gelingen. Ihr müsst immer am Ende bekennen, es war alles Unnütze. Der nicht durch den Heiligen Geist geführte Mensch bleibt also nur im Bekenntnis zu Gott durch Worte stecken. Er hat nur Worte, aber er hat kein Leben. All das sollte hier deutlich werden, offenbar werden vor den Leuten in Jerusalem. Was ist denn mit den Religiösen da? Ja, wie handeln die denn jetzt? Da waren so ganz einfache Menschen in Jerusalem, die fielen der Botschaft zu, bekehrten sich, wurden hinzugetan, Tausende. Aber andere, die eigentlich vorangehen sollten, blieben stehen. Das kriegten die Leute mit. Darum zeigte der Herr Jesus auf, diesen religiösen Zustand, diese Werkgerechtigkeit, die dort in vielen grassiert und kein gutes Ende findet. In Matthäus 23 sagte der Herr im Blick auf diese Pharisäer und Schriftgelehrten, alles, was sie euch sagen, die Worte, die stimmen, das ihr halten sollt, das haltet. Aber was sie tun, das tut nicht. Sie sagen es wohl, aber sie tun es nicht. Merken wir diesen Unterschied? Das macht die Wahrheit auch offenbar, dass jemand seinen Glauben nur in Worte fasst, aber nicht im Leben. Und das wurde ganz deutlich gestraft, hier auch durch Stephanus, durch das Zeugnis, das er gab. Ihr redet, aber euer Leben ist davon nicht durchzogen. Und Jesus sagt auch, ja, was sie sagen aus der Bibel, das tut, aber was sie tun, danach richtet euch nicht. Was machen sie? Sie binden euch schwere und unerträgliche Bürden auf den Hals, aber sie selber wollen dieselben nicht anpacken. Alle ihre Werke tun sie, dass sie vor den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Denkzettel breit, die Säume an ihren Kleidern groß, sie sitzen gern oben an, über Tisch und in den Synagogen. Sie haben auch gern, dass man sie grüßt auf der Straße. Das ist das äußere religiöse Leben. Das prangert der Herr Jesus an und sagt, die Wahrheit macht das offenbar. Auch in Matthäus 7 sprach Jesus bereits darüber und sagt, es werden am Ende solche kommen, die sagen ganz religiös, Herr, 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 wir haben doch in deinem Namen viele Taten getan. Wir haben Teufel ausgetrieben. Wir haben vieles in deinem Namen bewerkstelligt. Wir haben uns auf dich berufen. Und dann sagt der Herr, ich kenne euch gar nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch noch nie erkannt. Ihr wart mit den Worten dabei, aber euer Leben nicht. Merken wir, durch diese paar Aussagen des Stephanus kam so viel ans Licht. Aber nicht deswegen ans Licht, damit hier zu Jerusalem die Leute verurteilt werden und verloren gehen sollten, sondern dass sie zu dem Punkt geführt würden, Buße zu tun, umzukehren und Ja zu Jesus zu sagen. Wir können also für uns auch feststellen, wenn wir oder jemand nicht durch den Heiligen Geist den Willen Gottes tut, dann verleugnet er in Wahrheit die Verheißung des Herrn, der Erlösung in Jesus Christus. Kinder Gottes erwarten immer die Wiederkunft des Herrn und führen auch ein solches Leben. Sie töten in ihrem Leben nicht das Zeugnis von der Auferstehung Jesu, sondern sie wollen es beweisen in Wort, Werk und Wesen.
Noch einmal im Römerbrief wird die Gespaltenheit des Herzens des religiösen Menschen aufgezeigt. Wowohl die Religiosität sich so outet, als ob sie Gott angehörig ist, aber schlussendlich Gott lästert. Römer 2, Vers 17. Du heißest ein Jude und verlässt dich aufs Gesetz, rühmst dich Gottes, weißt seinen Willen und weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, prüfst du, was das Beste zu tun sei. Du vermissest dich zu sein ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Züchtiger der Törichten, ein Lehrer der Einfältigen, hast die Form, was zu wissen und Recht ist im Gesetz. Nun lehrst du andere, aber lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Es gräuelt dir vor den Götzen und du raubst Gott, was sein ist. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn um euretalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Wir können das auch in unseren heutigen Tagen sehen. Über das Verhalten großer religiöser Führer wird der Name Gottes auch gelästert. Weil man erkennt auch unter den Heiden, wenn das die Wahrheit sein sollte, ja, dann gibt es den Gott überhaupt gar nicht. Denn was die dort sagen, das finden wir, die wir Heiden sind, nicht in Ordnung. Ja, auch diese ganze Homosexualitätssache. Da gibt es viele nichtgläubige Leute, die sagen, das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Da sagte mir neulich jemand, auch das ist ja widerlich. Einfach aus dem Grunde, wenn du sagst, du bist ein Christ und findest das gut und schön und in Ordnung, dann kann es dein Gott gar nicht geben. Über euch wird der Name Gottes verlästert. Das meint hier die Schrift. Über die religiösen Menschen. Denn die Menschen schauen auf unser Leben in erster Linie, nicht auf unser Reden. Sie könnten sagen, ja, deine Rede höre ich wohl, aber wie sieht denn dein Leben aus? Das spricht gar nicht von dem, was du redest. Und das Dritte, was hier offenbar wurde bei der Rede des Stephanus, ist der Kampf im Herzen, die Entscheidung zu treffen, auf welcher Seite man stehen will. Wo solche Erkenntnis im Licht der Wahrheit Gottes aufbricht, entsteht immer ein Kampf. Ein Kampf zur Entschiedenheit gegen oder für die Wahrheit. Darum steht hier in diesem Abschnitt, es ging ihnen durchs Herz. Schon in Kapitel 5, Vers 33 steht das schon mal, es ging ihnen durchs Herz. So, jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran zu entscheiden. Jetzt können wir nicht mehr ausweichen. Jetzt müssen wir entweder Ja oder Nein sagen. Die Wahrheit deckt immer die Lüge auf und straft sie. Zeigt das sündige Wesen des Menschen. Und nun kommt es auf die Entscheidung an. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wer meine Worte hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Also das Hören allein ist nicht ausschlaggebend, sondern jetzt der Glaube. Was glaubt ihr? Was willst du glauben? Und aus dem, was nun eine Entscheidung entsteht im Herzen, folgt die dementsprechende Tat. Die Wahrheit macht frei, sagt der Herr Jesus. Wenn ihr die Wahrheit erkennen wollt, werdet ihr frei von all dem, was euer Leben geprägt hat. Aber wenn ihr sie nicht erkennen wollt, dann schlägt die Sünde zu. Durch Ablehnung des Wortes der Wahrheit von der notwendigen Erlösung und dem Opfer Jesu wird man zu einem Mörder. Ablehnung der Wahrheit gebiert
Mörder. Und das sagte der Herr Jesus auch in Matthäus 23. Eure Väter haben die Propheten gemordet. Ihr sagt, ihr seid ihre Kinder. Also bekennt ihr euch da auch zu dem Mord. Und jetzt wolltet ihr weiter morden. Wer die Wahrheit ablehnt, mordet in irgendeiner Weise. Und das begann ja bereits schon am Anfang der Menschheit, dass Kain die Wahrheit, die Gott ihm gesagt hat, ablehnte und seinen Bruder Abel erschlug. Gott hat ihm ja gesagt, so sieht's aus, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche darüber. Aber er hat die Wahrheit nicht angenommen. Er hat seinen Bruder totgeschlagen, den Abel, dessen Opfer Gott angenommen hatte, weil sein Herz aufrichtig war. Was geschah also? Schlussendlich steinigten sie den Stephanus. Sie lehnten die Wahrheit ab. Gottes Wort bleibt immer lebendig, auch wenn Gottes Wort bekämpft wird. Und so konnte Stephanus in der Gesinnung Jesu genau das sagen, was Jesus auch gesagt hat. Er sprach, behalte ihnen die Sünde nicht. Und Herr, nimm meinen Geist auf. Genau das, was Jesus auch sagte. Nimm meinen Geist auf. Er kniete nieder und betete unter dem Steinhagel. Gottes Wort ist nicht gebunden. Die Wahrheit bleibt immer bestehen. Trotz des äußeren Martyriums, das die, die die Wahrheit verkünden, erleiden müssen. Stephanus, der Steinigung ausgesetzt, sah den Himmel offen und durfte, erfasst von der Liebe des Herrn, noch einmal die ganze Wahrheit sagen. Jesus zur Rechten des Vaters. Ich sehe den Himmel offen. Er wollte einfach sagen, jetzt glaubt es doch endlich. Und sie sahen ja zuvor sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ich sehe den Himmel offen. Jesus ist da. Glaub doch an ihn. Aber dann machte sich das Wesen der Sünde auf und schlug ihn tot. Der Leib war gestorben von Stephanus, aber der Geist der Wahrheit lebte weiter. Das Evangelium im kommenden Kapitel setzte sich fort in Judäa und Samaria, dann bis ans Ende der Erde. Märtyrer sind alle, die an Jesus glauben. Martyrium und Seelengewinnung gehören immer zusammen. Stephanus vergaß nie seinen Auftrag als Zeuge durch den Herrn, weil sein Herz auf die Zukunft ausgerichtet war, auf die Herrlichkeit. Das gab ihm die Kraft. Er lebte nicht nur hier als Christ, sondern er sah die Zukunft. Deswegen konnte er sagen, Herr, nimm meinen Geist auf. Ich komme zu dir. Und das pulsierte schon zuvor in seinem Herzen. Das ist der Weg der Wahrheit, durch den wir auch zum Segen für die werden, die die Wahrheit suchen. Und das möge der Herr uns schenken, so wie es hier zu Jerusalem auch geschah.